9 Uhr. Guten Morgen. Heute ist Samstag, der 19. Dezember. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Fabian von Klitzing. Die Übersicht. USA erteilen Notfallzulassung für Moderna-Impfstoff. Infektionszahlen in Deutschland bleiben hoch. Wirtschaftsweise erwarten neue Konjunktureinbruch. Das Wetter oft trüb, Temperaturen 1 bis 10 Grad. Washington. Der Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Moderna hat eine Notfallzulassung bekommen. Das Mittel dürfe ab sofort in den USA eingesetzt werden, teilte die nationale Arzneimittelbehörde FDA mit. Eine Woche zuvor hatte sie bereits dem Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech und ihres US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Für das Moderna-Serum ist es weltweit die erste Zulassung. Sowohl der scheidende US-Präsident Trump als auch sein gewählter Nachfolger Biden zeigten sich erfreut über die Nachricht. Biden betonte aber, es sei eine riesige Herausforderung, hunderte Millionen Amerikaner zu impfen. Moderna zufolge sollen bereits am Wochenende Millionen von Impfdosen im ganzen Land verteilt werden. Berlin. In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut 31.300 Neuinfektionen binnen eines Tages übermittelt. Außerdem wurden innerhalb von 24 Stunden 702 neue Todesfälle registriert, die mit dem Virus in Verbindung stehen. Auch in anderen europäischen Staaten steigen die Zahlen wieder. Deshalb haben beispielsweise Italien und Österreich ihre Corona-Maßnahmen verschärft. In Italien gelten zwischen Heiligabend und dem 6. Januar strenge Beschränkungen, die lediglich an 4 Tagen teilweise aufgehoben werden. Österreich geht am 26. Dezember erneut in einen strikten Lockdown. Es ist bereits der 3. in dem Land. Lockerungen soll es für Bürger geben, die sich an den für Mitte Januar geplanten Corona-Massentests beteiligen. Berlin. Der Chef der Wirtschaftsweisen Feld erwartet angesichts der Corona-Beschränkungen einen neuen Wirtschaftseinbruch. Der Rheinischen Post sagte Feld, es sei von einem negativen Wachstum im ersten Quartal 2021 auszugehen. Er wandte sich zugleich gegen eine Ausweitung der Staatshilfen für Handel und Gastronomie. Derweil schlägt der Mittelstand Alarm wegen einer schleppenden Umsetzung der Novemberhilfen. Erst ein Bruchteil der dringend benötigten Liquidität sei bei den Unternehmen angekommen, heißt es in einem Brief des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft an Wirtschaftsminister Altmaier. Viele Klein- und Mittelbetriebe stünden unmittelbar vor der Insolvenz. Berlin. Entwicklungsminister Müller hat die katastrophalen Bedingungen für die Migranten auf der griechischen Insel Lesbos angeprangert. Das neue Lager, das nach dem Großbrand von Moria errichtet wurde, sei offensichtlich nicht besser, sagte er der Passauer Neuen Presse. Im Gegenteil. So hätte die Organisation Ärzte ohne Grenzen eine Tetanus-Impfaktion starten müssen, weil in den nassen Zelten Babys von Ratten gebissen worden seien. Wörtlich sagte Müller, das sind entsetzliche Zustände, mitten in Europa. Nach dem Brand in Moria vor rund 3 Monaten waren etwa 10.000 Flüchtlinge über Nacht obdachlos geworden. In dem neuen provisorischen Lager leben rund 7.500 Menschen. Müller sagte, er habe Flüchtlingscamps im Irak und im Südsudan besucht, aber nirgendwo hätten so schlimme Zustände geherrscht wie auf Lesbos. Berlin. Borussia Dortmund hat im 2. Spiel unter dem neuen Trainer Edin Terzic die erste Niederlage kassiert. Bei Union Berlin verlor der BVB mit 1:2. Den Dortmunder Treffer erzielte der erst 16-jährige Moukoko. Der FC Augsburg empfängt am Nachmittag Eintracht Frankfurt. Bayern München spielt am Abend bei Bayer Leverkusen. Die Ergebnisse der 2. Liga: Regensburg-Hannover 0:0 und Bochum-Heidenheim 3:0. Das Wetter in Bayern. Verbreitet Nebel und Hochnebel, später gebietsweise sonnig bei 1 bis 10 Grad. In der Nacht zunehmend neblig. Tiefstwerte um minus 1 Grad. Morgen in Alpennähe und im höheren Bayerischen Wald länger sonnig, ansonsten bewölkt und in Unterfranken etwas Regen. Montag und Dienstag vielerorts bewölkt und gebietsweise Regen. Höchstwerte 1 bis 9, am Dienstag 9 bis 14 Grad. Die Zeit? Es ist 9.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. A3 Nürnberg Richtung Passau zwischen Hengersberg und Iggensbach, ein Unfall auf der rechten Spur. Und A99 Westumfahrung München Richtung Lindau, im Allacher Tunnel steht ein defekter LKW auf der rechten Spur. Im Moment 2 Kilometer stockender Verkehr.
Soweit die Verkehrsübersicht. BR Heimat, Wald und Gebirge. Servus und grüß Gott beieinander. Herzlich willkommen zu unserer Berg- und Wandersendung. Jetzt müssen wir bloß noch 5-mal schlafen. Dann kommt's Christkindl. Aber bevor wir schlafen, wachen wir erst einmal richtig auf. Mit Bergreportagen und alpiner Volksmusik zum Advent geht's noch besser. Unser erstes Thema gleich, wie die Tiroler Nationalsänger vor 150 bis 200 Jahren das Lied Stille Nacht als erste verbreitet haben. Und natürlich gleich der aktuelle Bergwetterbericht aus der Wetterdienststelle in Innsbruck. Der Andreas Estner wünscht einen schönen guten Morgen. Und über die Felder. Ja, es ist schon gemein. Ganz klassisch für diese Jahreszeit. Die höher gelegenen Regionen in Bayern haben heute ein Traumwetter mit blauem Himmel und mit viel Sonne. Aber in der Früh war es ganz schön zapfig. Sehr interessant, heute in den Bergtälern, wie zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen, haben wir heute in der Früh minus 5 Grad gehabt, ganz ähnlich in Zwiesel. Und drum auf die Berg, so in der mittleren Lage, da war es viel wärmer als wir im Tal. Am Arber zum Beispiel haben wir 4 Grad plus gehabt und am Hohen Peißenberg sogar 6 Grad plus. Interessant ist es, Josef Lang in der Wetterdienststelle in Innsbruck. Wir haben es in den Tälern herunten doch recht zapfig, frostig und in der Höhe oben gibt es eine Schicht, wo es deutlich wärmer ist. Betrachten wir Garmisch, minus 5 Grad herunten, auch Innsbruck minus 5 Grad. Da geht man in die Höhe hinauf, auf dem Wank, 1800 Meter, plus 2 Grad, also dort lässt sich schon aushalten. Und in die Zugspitze hinauf wird es dann wieder langsam kälter. Gleiche Temperatur wie herunten, minus 4 Grad. Also wir haben eine sehr angenehme Mittelschicht in ungefähr 1800 bis 2200 Meter Seehöhe, in der wir heute leichte Plusgrade haben tagsüber. Und das Hauptaugenmerk heute, viel, viel Sonnenschein. Dort, wo herunten in den Tälern der Nebel liegt bis auf eine Höhe etwa von 800, 900 Metern Seehöhe, bleibt es grau. Darüber erreicht man aber die strahlend sonnigen Regionen und die erstrecken sich heute von den Bayerischen Alpen über die Tiroler Berge bis zu den Südtiroler Bergen Gardasee hinunter. Also ein ruhiges, sonniges Wetter heute am Samstag. Auch morgen am Sonntag ändert sich daran wenig. Wir werden auf den Bergen recht viel Sonne haben, ein paar Wolken ziehen vorüber, aber es bleibt trocken, windschwach und vor allem in mittleren Höhenlagen auch mild. Ja, und natürlich müssen wir jetzt wenige Tage vor Weihnachten die Frage stellen, wie wird das Wetter bis Weihnachten? Lassen Sie mich mal ran. Es wird wahrscheinlich wie fast jedes Jahr, es wird wärmer.
ich würde mal sagen Tauwetter, das klassische Weihnachtstauwetter steht uns bevor. Wir werden bis Mittwoch mit einer Westströmung mildes Wetter haben, Temperaturen in der Niederungen windbedingt 12 bis 14 Grad, 0 Grad Grenze im Bereich 2000, 2500 Meter. Also der Schnee wird weniger werden und ab Weihnachten deuten dann alle Wettermodelle darauf hin, dass ein Kaltluftvorstoß von Norden uns erreichen wird. Frischen Schnee würde ich dann ab dem Christtag, also ab dem ersten Weihnachtstag sehen. Ja, immerhin. Obacht, liebe Leute, es liegt nicht viel Schnee im Moment in den Bayerischen Alpen, aber die Schneefelder sind verharscht und teilweise vereist. Und das heißt, sie sind sehr rutschig. Und in den Hochlagen von Karwendel, Allgäuer Alpen und Werdenfelserland können sogar Lawinen abgehen. Das war das Bergwetter. Dankeschön, Josef Lang in der Wetterdienststelle in Innsbruck. Schlafen, dann kommt das Christkindl. Weihnachten ist vor allem das Fest der Kinder. Und bei jedem von uns werden pünktlich an Weihnachten wieder Erinnerungen wach an die eigene Kindheit. Und meistens ist damit ein Lied verbunden, ja, das fast jeder auf der Welt kennt. Das berühmteste Weihnachtslied der Welt. Die Rede ist natürlich von Stille Nacht. Am 24. Dezember 1818 ist es zum ersten Mal gesungen worden, gleich hinter der bayerischen Grenze im Salzburger Land, in der Kapelle von Oberndorf gegenüber von Laufen. Von dort aus hat sich das Lied über die ganze Welt verbreitet und das ist schon relativ früh passiert. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie das gegangen ist zu dieser Zeit, weil es noch keine CDs, kein Radio, kein Fernseher und sonstige Verbreitungsmöglichkeiten gegeben hat. Verbreitet haben das Lied Stille Nacht damals vor 150 bis 200 Jahren die Tiroler Nationalsänger aus dem Zillertal. Einer davon war der Ludwig Rainer aus Fügen. Der ist als Nationalsänger so reich und bedeutend worden, dass er sich später am Aachensee niedergelassen hat und dort sogar ein Hotel errichtet hat. Meine Kollegin Andrea Zinnecker aus der Bergsteiger-Redaktion berichtet über die Tiroler Nationalsänger, die das Lied Stille Nacht als erste verbreitet haben. Ein bettelarmer, aber hochmusikalischer Bergbauernbub aus dem Zillertal, noch dazu ein lediges Kind, wird zu einer europäischen Persönlichkeit, die am englischen Königshof ebenso ein- und ausgeht wie beim russischen Zaren. Er war ein Popstar der damaligen Zeit und ein geborener Entertainer. Er war nicht nur ein begnadeter Sänger, er war auch Komponist, er hat auch arrangiert, aber hat auch immer wieder ein gutes Händchen gehabt für Handelsgeschäfte nebenher, auch Pelzhandel betrieben etc. Und während seiner 10 Jahre in Russland auch den Generalimport von Spielhahnfedern für die Donaumonarchie organisiert, sagt Franz Waldhardt, der Obmann des Heimatmuseums Sixenhof in Aachenkirch. Er war ein Freund vom guten Leben, Wein, Weib und Gesang, das hat er tatsächlich auch genossen. Er war 3-mal verheiratet. Die 3. Hochzeit hat er in St. Petersburg im Palais Tivoli gefeiert mit 500 geladenen Gästen. Und aus den Zeitungsberichten wissen wir, nur der Zar hatte eine glanzvollere Hochzeit. Also er hat es krachen lassen, wie man heute so sagt.
Ludwig Rainer, Lebemann und Lebenskünstler und sozusagen der Ennio Morricone des 19. Jahrhunderts, dank einer kaputten Orgel in Oberndorf, die der Zillertaler Orgelbauer Karl Mauracher reparieren sollte. Wahrscheinlich hat er damals den Text und die Melodie von Stille Nacht mit nach Fügen genommen. Und auf der Strecke zwischen Oberndorf und Fügen ist er in Weidring eingekehrt, beim Wimmer. Und der Wimmer hat wahrscheinlich auch dann schon eine Abschrift gemacht, sich vom Stille Nachtlied, weil der hat eine 7. Strophe dazu komponiert und getextet. Über Weidring kam das Stille Nachtlied also ins Zillertal nach Fügen, resümiert Franz Waldhardt. Und dort soll der Legende nach 1819, also ein Jahr nach der Uraufführung in Oberndorf, das Stille Nachtlied bei der Mette in der Fügener Pfarrkirche gesungen worden sein. Ob das stimmt, wissen wir nicht genau, aber 1822, als Zar Alexander I. von Russland und Kaiser Franz von Österreich sich im Schloss von Fügen beim Grafen Dönhoff befunden haben, das ist dokumentiert, dass dort das Stille Nachtlied bereits gesungen wurde. Und von den Urrainern wurde das Lied dann hinaus in alle Welt getragen. Im Alter von 17 Jahren ging es für Ludwig Rainer nach Amerika. Und dort hat er dann auch 1839 erstmals das Stille Nachtlied am Hamilton-Denkmal in New York gesungen. Die 4 Jahre in Amerika und Kanada haben ihn sehr geprägt, weil während dieser Zeit seine Nichte Helene mit dem Agenturchef durchgebrannt ist und sie dann ohne Sopran waren. Und da haben sie dann mal kurz auch einen irischen Buben eingesetzt und den als Mädchen verkleidet, bis der Stimmbruch gekriegt hat. Alles sehr schwierig. Aber er hat auch gelernt, dass man mit Konzertreisen viel verdienen kann. Mit der Rainer Family füllt Ludwig Rainer dann die größten Konzertsäle Europas und prägt auch optisch das Bild der Tiroler Nationalsänger in Fantasietrachten. Begonnen hat das mit der Ausstattung von King George, der die Urrainer mit einer ganz tollen Tracht überrascht hat als Geschenk. Es waren Hüte, oft mit Federn geschmückt, natürlich immer mit Kniebundlederhosen, weißen Stutzen. Die Damen hatten Art Dirndln, was immer wieder erwähnt wird, dass sie ihr Dekolleté gezeigt haben. Und das hat die Männerwelt auch zur damaligen Zeit schon begeistert, nicht nur die schönen Stimmen. Und so hat auch Ludwig Rainer mit seinen Sängern maßgeblich zum Klischee des Tirolers beigetragen. Nach den Freiheitskämpfen unter Andreas Hofer war in ganz Europa ein gewisser Tirol-Hype. Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Diesem Klischee hat Ludwig Rainer mit seiner Truppe sehr entsprochen, auch mit dem Liedgut. Daher hat man ja bis in die 1860er Jahre geglaubt, Stille Nacht sei ein Tiroler Volkslied. Als reicher und berühmter Mann ließ sich Ludwig Rainer dann am Aachensee nieder, auf einer kleinen Halbinsel am Ostufer. Ludwig Rainer hat 1870 hier das Hotel gebaut und auch die Wirtschaftsgebäude mit einer Pension, wo er auch mit seiner Familie gewohnt hat. Und von hier aus sieht man bis ans Nordende des Sees nach Aachenkirch, aber auch runter nach Süden bis zur Bertisau. Vis-à-vis liegt die Geisalm. Und Ludwig Rainer hat auch 2 Wanderwege anlegen lassen, einen hinauf Richtung Kotalm-Niederleger zum Gams-Pavillon und einen Panoramaweg zum Grand Hotel Scholastica. Vom Heimatmuseum Sixenhof in Aachenkirch lässt es sich auf dem Uferweg in einer knappen Stunde zum Seehof-Areal wandern. Das Grand Hotel ist abgebrannt, doch die schmucke Seehofkapelle von Ludwig Rainer hat alle Zeiten überdauert. Dem Zeitgeist damals von 1878 entsprechend im neugotischen Stil hat Ludwig Rainer diese Kapelle errichtet, weil in Aachenkirch die heilige Kommunion nicht bekommen hat. Der damalige Pfarrer hat gesagt, Ludwig, in deinem Haus herrscht sündhaftes Treiben. Da waren natürlich manchmal sehr lustige Musikabende und Champagnerzwang. Da hat der Ludwig gesagt, da muss ich mir selber eine Kirche bauen und hat einen Pater, der reiten konnte, engagiert, der jeden Sonntag da um 11 Uhr die Heilige Messe gelesen hat. Und um 11 Uhr waren also Ludwig und auch seine Gäste ausgeschlafen und konnten hier dem Gottesdienst beiwohnen. Eine Christmette gibt es heute leider nicht mehr in der Seehofkapelle, aber in der Pfarrkirche von Aachenkirch auf dem Friedhof befindet sich das Grabmal von Ludwig Rainer. Komplett in Marmor, in weißem Laser Marmor. Und den Spruch hat er sich selber noch auf dem Totenbett gewünscht. Ausgelitten, ausgerungen, viel gereist und viel gesungen. Jesus in deiner Nähe, oh.
irgendjemand gut trainiert durch diesen Dezember geht, dann ist es heuer eine Berufsgruppe, die Postboten und die Paketzusteller. Weil viele Läden jetzt vor Weihnachten geschlossen sind, bringen die Postboten und die Paketzusteller die Geschenke, die das Christkindl am Donnerstag dann verteilt. Wenn Sie nur in Geschenknot sind und dringend was suchen fürs Christkindl, dann haben wir jetzt einen Tipp vom alpinen Bücherberg. Wir haben ja in den vergangenen Wochen viele Bücher vorgestellt und jetzt kommt noch eins dazu. Es birgt zwischen seinen zwei Buchdeckeln Geschichten von sehr hohem Alter, die trotzdem immer wieder interessant und unterhaltsam sind. Berggeistersagen. Es ist der 5. Band der Reihe Sagenumwobenes Bayern. Barbara Weiß stellt uns das neue Buch vor. Einst waren in den Höhlen des Wendelsteins große Schätze verborgen, die von Berggeistern bewacht wurden. Böse, neidische Menschen aus dem Tal wollten sich den Schatz der Männlein zu eigen machen und gingen diesen nach. Doch die Wendelsteinmännlein, die in den Tiefen des Berges wohnten, verwandelten den Schatz in wertloses Gestein, als die Menschen aus dem Tal das Gold und die Edelsteine stehlen wollten. So erzählt man sich die Sage von den Wendelsteinmännlein, den Berggeistern des markanten Felsbergs über dem Leitzachtal. Und dann waren die Männlein plötzlich weg. Auf die Spuren solcher Berggeister hat sich jetzt Autor Karl-Heinz Hummel begeben. Weil es mich schon immer interessiert hat, dass einmal alles, was in diesen Bergen und in den Alpen umeinander läuft, unter der Oberfläche, was man nicht so genau sieht, was verborgen ist, was unter der Oberfläche steckt, dass man das einmal ein bisschen zusammenschreibt. A wie Alperer, B wie Bergmandel, I wie Irrlichter, W wie Wegscheidweiblein oder wilde Frauen. Das ABC der Berggeister. Allesamt sind es magische Wesen, die oben in den Bergen, oft in Höhlen, Felsklüften oder im Inneren des Berges wohnen. Es gibt Junge und Alte, manche sammeln Schätze und tanzen im Mondschein, wie man es sich über die Bergmandel am Untersberg im Berchtesgadener Land erzählt. Zur Heidenzeit, so heißt es, habe ein wildes Bergvolk den Untersberg ausgehöhlt. Ab und an haben sich diese Untersberger Bergmännlein auch unter die Menschen gemischt. Dem Fährmann, der ein Bergmännlein über die Salzach setzte, hat es ein Steinlein gegeben und gesagt, wenn du dieses um den Hals trägst, wirst du im Wasser niemals zugrunde gehen. Das hat sich erfüllt. Berggeister viel älter als das Christentum, so alt schon mindestens wie Ötzi. Denn seit in den Bergen Menschen wohnen, erzählt man sich die Geschichten mehrere tausend Jahre schon. Über die Zauberwesen am Rosengarten in den Dolomiten oder die Geschichte des Berggeistervolks der Farnes wird seit Urzeiten mündlich überliefert, bis heute auf Ladinisch. Karl-Heinz Hummel hat jetzt alle diese Sagen gesammelt. In Fendt, seinem Lieblingsort im Ötztal, wird die Sage vom eifersüchtigen wilden Manderl erzählt, das sich in ein Mädchen auf der Alm verliebt hatte. Doch dann heiratet das Mädchen. Trauer und wilde Eifersucht schäumten in dem Zwerg auf, wie von Sinnen war er und wurde von nun an zu einem furchtbaren Plagegeist auf der Alm des Rovers. Zur Mittagszeit riss er die Zäune nieder und jagte die Rinder von der Weide und hinauf in die Felsen. Später verschwand der traurige Geist im Inneren des Berges, der bis heute Wildes Mannle heißt. Niemand hat das Wesen je wieder gesehen, nur die Erinnerung lebt heute noch in dem Namen des ungefügigen Steinhaufens fort, das wilde Mannle. Also vor der Tiroler Wildspitz, das wilde Mandel vom Berg von Fendt aus in 3 Stunden gut zu besteigen. Karl-Heinz Hummel hofft, dass sich der Leser auf die uralten Geschichten einlassen kann. Eine fremde Welt, die Geister, die zornig und traurig sein können, aber auch liebenswert und fürsorglich und die Menschen in den Bergen auch beschützen können. Davon zeugen zumindest Gebete, wie sie Karl-Heinz Hummel auf einer Alm im Frühjahr in der Nähe von Bergamo gehört hat. Den Alpsegen aus Italien heute hier noch einmal zu wiederholen, kann sicher nicht schaden, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Ave Maria, es walte Gott und Maria und alle Geister in Berg und Tal. Behüte und bewahre alles, was auf der Alp ist und war. Wir rufen alle Heiligen und alle Geister und alle Leute da droben und drunten. Vor Krieg und Zwietracht, vor Krankheit, Unfall
und allen schlechten Wetter schütze und bewahret uns und alles er Zukunft hat. Thank you.
diesem Jahr war vieles anders und es ist vieles anders gerade jetzt in der Zeit vor Weihnachten. Die Krise hat die Welt im Griff und auch wenn es nicht jeder glaubt, die Ansteckungsgefahr ist groß und die Folgen können mitunter tödlich sein. Und darauf reagiert auch der Deutsche Alpenverein mit einer neuen Kampagne. Der DAV appelliert eindringlich an alle Bergsportlerinnen und Bergsportler, dass sie ihre Kontakte bei Winterwanderungen, bei Rodel-, Ski- und Schneeschuhtouren im Gebirge so weit wie möglich reduzieren sollen. Damit sie sich nicht anstecken und damit sie andere nicht anstecken. Sport an der frischen Luft ist ja erlaubt, aber jeder sollte verantwortungsvoll damit umgehen. Andrea Zinniger über die neue DAV-Kampagne und den Corona-Winter. Natürlich Winter, auch wenn natürlich klar ist, dass gar nichts natürlich ist in diesem Corona-Winter zwischen Lockdown und Overtourism. DAV-Pressesprecher Thomas Bucher. Also wir haben einen ganz besonderen Winter vor uns. Und in der Kampagne wollen wir darauf hinweisen, was für Voraussetzungen man braucht und was das Besondere ist, wenn man eben in der freien Natur unterwegs ist. Das sind ja zwei Sachen. Einmal Sicherheitsaspekte und zum anderen natürlich auch sehr, sehr wichtig, alles, was mit Naturschutz, was mit Tieren und Pflanzen zu tun hat. Dabei zeichnet sich der Skitourenboom schon jetzt ab. Überall da, wo in der letzten Zeit ausreichend Schnee lag, vor allem auf präparierten Pisten in den derzeit geschlossenen Skigebieten, gab es einen regelrechten Run bergauf. Weshalb nun einige Bergbahnbesitzer, wie zum Beispiel im Allgäu, ihre Parkplätze im Tal gesperrt haben oder hohe Parkgebühren verlangen. 15 Euro am Hausberg und Kreuzeck in Garmisch-Partenkirchen, um sozusagen über den Geldbeutel den Ansturm wenigstens etwas auszubremsen. Dann hat auch die Gemeinde was davon, dann haben auch die Skigebietsbetreiber was davon, dann kann man Infrastruktur zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Klos, ja, ist ja ein Problem, und dann haben alle was davon. Also wir brauchen Geschäftsmodelle für die Zukunft, damit die Skitourengeher auf Pisten auch willkommen sind. Sie sind Teil des Wintersports. Das Skitourengehen auf Pisten ist ja nichts grundlegend Neues und schon seit Jahren beliebt, resümiert Thomas Bucher. Aber es ist nicht so, dass mehr los ist wie normal. Es fehlen ja alle, die normalerweise zum Skifahren gehen würden. Es sind nur die da, die eben Skitouren auf Pisten gehen. Die Pisten sind freie Natur, das ist höchstrichterlich so festgestellt. Das heißt, momentan kann man auch niemanden wirklich aussperren, außer zu bestimmten Zeiten, eben dann, wenn Lawinensprengungen stattfinden oder wenn präpariert werden würde. Also Skitourengeher auf Pisten sind Realität. Das werden sie auch in Zukunft sein. Das wird ja nicht mehr aufhören. Es werden wahrscheinlich eher noch mehr. Und es werden wahrscheinlich auch einige unterwegs sein, die das zum ersten Mal machen. Das zeigen ja alle Verkaufszahlen, wenn man die Händler hier im Süden von Deutschland fragt, was die an Skitourenausrüstung verkauft haben. Das muss Wahnsinn sein. Ja, und die zu erreichen und zu sensibilisieren, wo sie sich da überhaupt befinden, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist dann die sinnvolle Lenkung der Skitourengeher, egal ob auf Pisten oder in nicht präpariertem Gelände. Das ist tatsächlich ganz schön schwierig. Es gibt ja auch Landratsämter, zum Beispiel Miesbach, die dafür extra auch noch einige Ranger eingestellt haben. Das ist natürlich nicht der Weg, den wir gehen. Wir setzen eben auf Aufklärung und auf solche Kampagnen wie natürlich Winter. Mit der Empfehlung, umsichtig und naturverträglich unterwegs zu sein und mit ausreichendem Abstand nicht nur beim Auf- und Abstieg, sondern auch oben am Ziel. Naja, also da sind halt kreative Lösungen jetzt gefragt. Wenn Abstand gehalten werden muss, dann natürlich genauso am Gipfel. Und wer am Gipfel keinen Platz mehr hat, muss seine Brotzeit woanders einnehmen. Also das kann ja nicht so schwer sein. Die Berge sind groß genug, damit da jeder seinen Platz so findet, dass 5 Meter weiter erst der nächste kommt. Also ich denke, Bergsportlerinnen und Bergsportler sind jetzt einfach aufgefordert, mit der Situation genauso verantwortungsvoll umzugehen, wie das alle machen sollten. Und weil Berg- und Skihütten zurzeit geschlossen sind, könnte es dann ganz schnell heißen, folgen Sie der gelben Markierung. Ja, also das ist wohl richtig, dass Leute auch aufs Klo gehen müssen, aber das müssen sie auch auf Touren, die keine Hütten haben. Also das Problem gibt es immer schon und ich glaube, das wäre jetzt auch übertrieben zu sagen, das ist ein richtiges Problem. So viele Menschen auf so viel Fläche sind es dann irgendwie auch nicht.
Wildbieseln ist das sicher weniger problematisch als Wildcampen. Denkt man aber an den alpinen Overtourism im vergangenen Sommer, dann könnte es schon sein, dass auch im Corona-Winter die Berge überrannt werden. Ob und wann die rund 25 Berghütten des DAV, die normalerweise auch im Winter geöffnet sind, wieder ihre Türen aufmachen dürfen, ist ungewiss. Und der DAV-Ressortleiter Hütten Robert Kolbitsch der Verzweiflung nahe. Uns geht's nicht anders wie allen anderen Wirten auch und Beherbergungsbetrieben. Wir sind orientierungslos. Wir hatten gerade einen Hüttenstammtisch, wo wir uns über Videokonferenz mit vielen Pächtern vom ÖAV und vom DAV und vom AVS ausgetauscht haben. Es herrscht überall Verzweiflung. Wenn wir unsere Wege so markieren würden, wie die Regierung ihren Weg aus dieser Krise, würden wir niemals einen Gipfel erreichen. Den Sommer über gab es dank ausgefeilter Hygienekonzepte kaum Ansteckungen auf den Berghütten, trotz vieler Tages- und auch Übernachtungsgäste. Im Winter aber ist die Situation eine andere, erklärt Thomas Bucher. Was ist zum Beispiel im Winter, wenn es kalt ist und es wird auf einmal, kommt Schnee auf oder so, und dann müssen die Leute, die jetzt gerade schön auf der Terrasse draußen sind, alle in die Hütte rein. Ja, das wird dann wahrscheinlich so sein, weil es eine Art von Notfall ist. Das nur als Beispiel dafür, dass das eine Riesenherausforderung ist. Aber ich gehe mal davon aus, wenn es die gesetzliche Lage zulässt, dann werden Hütten auch aufmachen, weil die Wirte sind ja auch auf den Umsatz angewiesen. Und dann kommt es halt darauf an, dass man das eben mit sehr, sehr guten Konzepten macht. Um Berghütten im Winter öffnen und das Ansteckungsrisiko minimieren zu können, sieht Robert Kolbitsch nur eine Möglichkeit. Um solche Anhäufungen zu vermeiden, werde ich wohl oder übel mich auch auf den Hütten als Tagesgast anmelden müssen. Mir fällt keine andere Lösung ein. Die Winterräume der DAV-Hütten stehen in dieser Saison sowieso nur für den Notfall zur Verfügung und nicht zur touristischen Nutzung. Wir haben die ganzen Decken, das Geschirr alles rausgenommen, weil es alles Infektionsherde bietet und sehr reduzierte Ausstattung hat. Konsequent kontrollieren lässt sich die verbotene touristische Nutzung der Winterräume natürlich nicht. Schließlich dürfen sie aufgrund ihrer Schutzfunktion für Notfälle nicht zugesperrt werden. Thomas Bucher setzt deshalb auf die Vernunft der BergsportlerInnen und hofft, dass wir hoffentlich bald wieder ganz normale Tage in den Bergen haben können. Thank you.
dass man bald wieder ganz normale Tage in den Bergen haben kann. Ja, das wünschen sich nicht nur die Verantwortlichen des DAV. Sie haben es ja gerade gehört, sondern auch viele Mediziner und viele Wissenschaftler, die mit Bergwandern und Bergsteigen eng verbunden sind. Bis wieder alles ganz normal wird, wird es wahrscheinlich noch eine Zeit dauern. Und bis dahin müssen wir durchhalten. Welche speziellen Herausforderungen aus infektiologischer Sicht der Corona-Winter mit sich bringt, mit Blick auf Skitouren, auf Wanderungen, Berghütten und Liftanlagen, dazu hat meine Kollegin Andrea Zinniger Experten befragt. Kontakte reduzieren und Abstand halten, das gilt auch bei allen Aktivitäten draußen in der frischen Luft der Bergnatur. Aber reichen beim Skitourengehen und Schneeschuhwandern 1,5 bis 2 Meter Abstand aus? Professor Reinhard Fischer ist Lungenfacharzt, Bergwachtarzt und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin. Er rät zu 5 Metern Abstand der Aerosole wegen. 5 Meter Abstand von einem Skitourengänger zum nächsten, außer man ist halt im gemeinsamen Haushalt unterwegs. Die Aerosole werden natürlich schon stärker verweht, als wenn ich jetzt in einem geschlossenen Zimmer bin. Und das ist auch das Gute und das Schöne, dass wir dann im Freien sicherlich weniger Gefahr haben. Aber trotzdem ist es so, dass wir stärker atmen, auch mehr ausatmen, also eher so in Richtung Singen ein bisschen auch. Und dann haben wir natürlich eine gewisse Aerosolwolke um uns herum. Deswegen würde ich eher versuchen, nicht direkt hinter jemanden zu gehen, der sozusagen vielleicht seine Aerosolwolke hinter sich noch herzieht, sondern vielleicht links oder rechts zu gehen, dann ist man definitiv auf der sicheren Seite. Auf der sicheren Seite sollte man auch bei der Brotzeit am Gipfel bleiben und Gipfelgespräche und Gipfelgedränge besser vermeiden. Auch nach meiner eigenen Beobachtung ist es wirklich nicht so einfach, die Gipfel mit ordentlichen Abstandsregeln zu betreten. Also letztlich kann man entweder sagen, ich gehe halt nicht auf den Gipfel, weil ich halt einfach 50 Meter tiefer natürlich auch zufrieden sein kann. Und sage, ich habe das Ziel erreicht, wo ich hin wollte, was ich im Moment eher empfehlen würde. Oder man muss halt einfach warten, bis der Gipfel wieder frei wird. Ich habe es auch wirklich am letzten Wochenende gesehen. Es ist nicht einfach. Und es macht auch keinen Sinn, besonnte Terrassen von derzeit geschlossenen Ski- und Berghütten eng an eng zu bevölkern. Thank you.
Heimat, Wald und Gebirge. Wir sind am Falkenstein im Bayerischen Wald, beim Klettern auf der Reiteralm im Berchtesgadenland und wir schauen in unser Rundfunkarchiv und lassen uns vom Fritz Strassner mitnehmen auf eine Berghütte im Advent. Da freue ich mich drauf. Jetzt dann gleich der Blick aufs Weltgeschehen. Musik.
Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Fabian von Klitzing. Die Übersicht. Experte setzt auf raschen Impfstoffeinsatz in Deutschland. Umgang der AfD mit Corona-Lage stößt auf Kritik. Hunderte Häftlinge kommen Weihnachten vorzeitig frei. Das Wetter verbreitet trüb, später auch sonnig. Berlin. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Rüttel, hat die genaue Prüfung des BioNTech-Pfizer-Corona-Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelbehörde verteidigt. Im Deutschlandfunk sagte der CDU-Politiker, es werde dann am Montag die erste reguläre Zulassung geben, keine Notzulassung wie in anderen Ländern. Das bringe Sicherheit und Qualität und Sorge für Vertrauen. Wenn später die Impfstoffe weiterer Unternehmen eingesetzt werden, setzt Rüttel darauf, dass die meisten Menschen, die das wollen, bis zum Sommer geimpft werden können. Das seien dann hoffentlich 60%, sagte er. Somit werde eine Herdenimmunität erreicht und, so wörtlich, der Fluch der Pandemie beendet. In den USA hat neben dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff inzwischen auch das Corona-Mittel von Moderna eine Notfallzulassung bekommen. Berlin. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, macht die AfD mitverantwortlich für die angespannte Pandemielage in Deutschland. Die Partei leugne Corona und fordere dazu auf, die Hygieneregeln nicht zu beachten, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das führe dann dort, wo viele AfD-Anhänger leben, zu verstärkter Ansteckung, etwa in Sachsen. Aus den Reihen der Bundestagsfraktionen kommt zudem Kritik an AfD-Abgeordneten, die gegen Corona-Schutzmaßnahmen verstoßen. Deren Verhalten grenze an Körperverletzung, sagte der parlamentarische SPD-Geschäftsführer Schneider. Berlin. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und Präsidentin der Kultusministerkonferenz Hubig will mit ihren Kolleginnen und Kollegen bald über das weitere Vorgehen an den Schulen in der Corona-Pandemie diskutieren. Wie sie der Rheinischen Post sagte, werde sich die Kultusministerkonferenz im Vorfeld der Bund-Länder-Beratungen Anfang Januar abstimmen. Maßgeblich sei, dass die Schulen möglichst bald wieder an den Start gehen könnten. Der Bundeselternrat forderte derweil Konzepte für eine möglichst rasche Rückkehr zum Präsenzunterricht. Die Vizechefin der Elternvertretung Wetzel sagte der Zeitung, sie rechne mit einer Verlängerung des Shutdowns über den 10. Januar hinaus. Sie schlug Unterricht in kleinen Gruppen für Grundschüler und eine Staffelung der Unterrichtszeiten vor. Berlin. Im Rahmen einer Weihnachtsamnestie kommen hunderte Häftlinge in vielen Bundesländern vorzeitig aus dem Gefängnis frei. Mindestens 963 Menschen durften oder dürfen nach dpa-Informationen die Vollzugsanstalten früher verlassen. Dafür kommen meist Gefangene in Frage, die keine lange Strafe verbüßen mussten und in der Haft nicht auffällig geworden sind. Bayern verzichtet allerdings als einziges Bundesland auf die Möglichkeit der Weihnachtsamnestie. Sachsen nutzt sie heuer zum ersten Mal. In anderen Bundesländern ist die Zahl der Begünstigten im Vergleich zum Vorjahr gesunken, etwa in Nordrhein-Westfalen und Berlin. Ein Grund könnte sein, dass angesichts der Corona-Pandemie viele Straffällige Haftaufschub erhalten haben. So soll in den Gefängnissen Platz für Quarantänemaßnahmen geschaffen werden. Berlin. 4 Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz erinnert die Stadt an die Opfer. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mit dem evangelischen Bischof Stäblein und dem katholischen Erzbischof Koch ist am Abend ein stilles Gedenken am Anschlagsort geplant. Um 20.02 Uhr, dem Zeitpunkt des Attentats, werden 12 Glockenschläge ertönen. Bei dem Terroranschlag am 19. Dezember 2016 steuerte ein Attentäter einen LKW in die Besuchermenge des Weihnachtsmarkts. 12 Menschen starben, mehr als 50 Menschen wurden verletzt. Das Wetter in Bayern. Viel Nebel und Hochnebel, später gebietsweise sonnig. Höchstwerte 1 bis 10 Grad. Kommende Nacht zunehmend neblig, Tiefstwerte um minus 1 Grad. Morgen in den Bergen länger Sonne, sonst bewölkt. Am Montag und Dienstag oft Wolken und gebietsweise Regen. Höchstwerte 1 bis 9, am Dienstag 9 bis 14 Grad. Es ist 10.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen.
A3 Nürnberg Richtung Passau zwischen Hengersberg und Iggensbach, stockender Verkehr nach einem Unfall. Soweit diese Verkehrsübersicht. BR Heimat, Wald und Gebirge. Servus und grüß Gott bei uns an alle, die gerade dazugekommen sind. Schön, dass Sie ein bisschen Zeit haben für unser Berg- und Wandermagazin. Ich freue mich, dass wir Sie durch Ihren Samstagvormittag begleiten dürfen. Strassner, Jahrgang 1919, hat das altbayerische Idiom beherrscht wie wenige seiner Zeit. Wenn er vom Advent erzählt hat, dann war Advent. Allein schon deswegen, weil er mit seiner Stimme vom Advent erzählt hat. Fritz Strassner ist 1993 verstorben, ich habe ihn leider nicht mehr kennenlernen dürfen, aber er ist für uns unvergessen und ich freue mich, dass wir im Archiv ein Stück entdeckt haben, in dem er eine Geschichte vom Bergadvent erzählt. Jedes Jahr einmal um die Zeit geht der Hartinger Michi allein auf seine Skihütten, 10 oder 14 Tage vor Weihnachten. Wenn es drunten besonders laut und geschafft zugeht, da möchte er seine Ruhe haben und zum Nachdenken kommen und näher sehen. So ist es auch diesmal gewesen. Viel Schnee hat es gehabt, Bredel hat er gleich über ein Auto anschneiden können und dann ist er raufgestapft, mitten in den dicken Nebel rein und ins Alleinsein. In 2 Stunden war er drum, hat aufgesperrt, einkürzt, Schnee geschaufelt, den Tee mit rum gemacht, seine verhaute Hüttenhosen angezogen und Pfütschuhe, Kuckucksuhr in Schwung gebracht, einen mitgebrachten Proviant verrammt und dann ist er schon hinten gelegen auf dem Divan, hat Pfirs zum Ofen hingehalten, zum Aufwärmen und sie eine Pfeife angezündet und hat sich gefreut, weil es so stark war und weil niemand da war, der wohl ärgern hätte können. Aber es hat nicht lang gedauert, dann hat ihn wer geärgert. Es hat nämlich geklopft, draußen an der Stalltür, laut und deutlich. Ja, wer kommt denn bei so einem Sau wieder so einem Kreislichen überhaupt da auf? Ist ihm durch den Kopf gegangen. Er ist aufgestanden, hat ein finsteres Gesicht aufgesetzt und ist zur Stalltür aussi. Da sind 2 junge Leute, ein Paarl, ziemlich mitgenommen vor der Tür gestanden und haben gesagt, dass sie sich verlaufen haben und das nicht mehr weiterfinden und dass sie zur Gipfelhütten rauf müssen, weil da einere Freunde schon seit gestern drum sind. Sauber, hat er mich gesagt, da habt ihr einen schönen Tag rausgesucht für eure Tour. Und einen Gipfel auf, da hätte sogar ich heute den Turm im Weg finden, wo noch keine Spur da ist bei dem tiefen Neuschnee. Aber es ist ja auch Advent, hat sich der Michi gedacht. Und hat es eingeladen in seine Hütten, die 2, die so der Lorbe da ausgeschaut haben. Und hat ihnen einen Tee gemacht und einen Kuchen aufgeschnitten. Und gerade geschmeckt hat es ihnen. 4 Stunden waren sie schon unterwegs, haben sie gesagt, vom Sommerberg her. Und sauber verlaufen und erfroren. Ja, und dann haben sie einen Rauch gerochen und die Hütten gespannt. Jetzt hat der Michi, weil es schon wurscht war, einen großherzigen Entschluss gefasst. Hat sich angezogen, hat ein paar schwere Prügel nach und nachgelegt und hat das Barl, das er mühselig wieder zusammengekriegt gehabt hat, einen Gipfel aufgeführt. Und ist mit einer eine in die warme Stube vom Heimut, seinem Hüttenwirt fremd. Und hat's abgeliefert, die 2 bei einer Spezi, die tatsächlich schon drum waren. Und mit dem Heimut hat er dann noch einen Adventsratsch gemacht, einen gemütlichen. Hat über die Geschäftelhuberei drunten in der Stadt geschimpft, ein Schnupftabakpreis aufgezogen, ein Schnapserl drungen, das ihm der Heimut gestiftet hat. Und wie er sich verabschiedet hat und hinaus ist zu seinen Bredel,
ist ihm das Madel von dem Nebelschläferball nach und hat ihm eine kleine Schnapsflasche reingesteckt in sein Rucksackerl und hat sich bedankt fürs Aufführen und fürs Aufwärmen in der Hütte drunter. Dann ist er runtergefahren, der Michi. Es ist schon dämmerig geworden. Der Nebel ist noch dicker gewesen wie vorher. Und ein fast bauchtiefer Pulver ist gegangen. Gerade schön war es, so in die Nacht reinfahren und luren und wieder allein sein und auf eine warme Hütte zurückkommen. Jetzt hat es mich noch besser gefallen in seiner Mausvilla. Und jetzt bringt mich niemals mehr von meinem Adventfeiern draus, hat er sich gedacht. Und hat nachgeschaut, dass Platten geliert hat. Und dann hat er sich sein Abendessen gemacht. Viel Speck im Pfann rein, Kartoffeln roh aufgeschnitten, einen Deckel drauf auf die Pfanne, eine starke Hitze im Ofen, hernach Spiegeleier eingeschlagen. Zufriedener hätte ein Mensch kaum sein können wie der Michi, wie er hernach dann nur ein paar Stunden hinten auf dem Divan gelegen ist. Er hat dann vor dem Becken nochmal hinaus müssen zum Hinterhaus. Aber vor der Stalltür draußen hat er seine Augen nicht traut. Eine sternklare Winternacht hat sie in der Zwischenzeit aufgetaucht gehabt. Unbändig schön. Der Mond ist am Himmel gehängt wie eine Messingkugel. Der Schnee hat glitzert und gleicht. Die Bäume haben tief verschneit hergeschaut. Unglaublich stark war's und hei. Und kein Lifterl ist gegangen. Und der Michi hat seine Weihnachten schon jetzt gehabt. Thank you.
Viele sind im Moment froh, wenn sie mal nichts hören von Corona. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man zwischendrin mal ein Stindl Informationspause macht und sich ein bisschen erholt. Das geht gut, wenn man sich eine schöne Bergsendung auf einem der ARD-Sender anschaut. Großartige Bilder, gute Informationen und eine Auszeit mit Qualität. Das geht schon heute Nachmittag um 15 Uhr. Da zeigt der Sender Dreisat traumhafte Winterbilder aus Österreich. Die Reise geht vom Arlberg über den Bodensee bis zum Neusiedler See. Berg und See in Eis und Schnee heißt die Sendung. Heute Nachmittag um 15 Uhr auf Dreisat. Auch morgen Vormittag gibt es einen sehenswerten Bergfilm. Das Programm Alpha nimmt uns mit in die Nockberge. Morgen Vormittag um 11.30 Uhr, ganz sicher lohnenswert. Und morgen Abend dann sowieso Pflichtprogramm für alle, bergauf, bergab. Da machen die Kollegen vom BR Fernsehen einen alpinen Jahresrückblick. Und was machen wir? Bei uns dreht sich alles um Ines Papert und das Feierhändl an der Reiteralm.
Wenn zwei Extremkletterer heiraten, dann ist das Hochzeitsgeschenk natürlich ein ausgefallenes. Und so war es auch bei dem frisch gebackenen Kletterehepaar Ines Papert und Luca Lindic. Die zwei haben sich eine schwierige Erstbegehung zur Hochzeit geschenkt, und zwar am Feierhändel an der Reiteralm in den Berchtesgadener Alpen. Dieser mächtige Gebirgsstock erhebt sich ja im Westen vom Berchtesgadener Talkessel mit knapp 2300 Meter. Die vierfache Eiskletter-Weltmeisterin Ines Papert hat damit erneut ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Ernst Vogt berichtet. Ines Papert spricht von einer Hammerlinie, die sie und ihr Partner Luca Lindic am Feuerhörndl entdeckt und geklettert haben. Dabei hat das Jahr mit einem Rückschlag begonnen. Corona-bedingt mussten sie ihre geplante Expedition nach Alaska absagen. Das war eigentlich schlimm, weil wir schon fast am Packen waren. Wir hatten schon alle Ausrüstungsgegenstände inklusive Expeditionsnahrung und so am Start, Flüge gebucht. Man stellt sich ja auch lang auf so eine Expedition ein und du trainierst dafür, die Vorfreude wächst und ja, der Tag der Abreise rückt immer näher und ja, natürlich, die Enttäuschung war riesengroß. Es hat ein bisschen gedauert, bis sich Ines Papert und Luca Lindic umgestellt hatten. Statt Fernweh und Expeditionen in anderen Kontinenten, Heimatnähe und Touren vor der Haustür. Die Reiteralm ist ja für uns auch mit dem Radl erreichbar. Also innerhalb von 20 Minuten bist du eigentlich dort. Und es ist so nah, dass man ja einfach auch vergessen hat, den Wert zu schätzen. Oder auch von der Nähe, von der Felsqualität, von der Geschichte. Da sind ja zahlreiche, sehr schwierige Routen begangen worden. Die Kletterroute zu finden war Aufgabe von Luca Lindic, der Tag um Tag am Feuerhörndl verbrachte. Mit Fernglas einfach da oben. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag da oben verbracht und an mehreren Wänden ein bisschen geschaut, was konnte noch gehen. Das war die Entdeckung des Unbekannten vor der eigenen Haustür. Die Route, die mit dem Schwierigkeitsgrad 8a bewertet wird und 12 Seillängen misst, war eine Herausforderung für beide. Es war natürlich nicht klar für uns, ob wir das schaffen, ob wir hochkommen, wie schwierig die Route wird. Hoffentlich in einem Schwierigkeitsgrad, den wir beide irgendwann klettern können. Und so sind wir einem Risssystem gefolgt, das immer steiler wurde, aber das sich immer wieder fortgesetzt hat bis zum Gipfel. Jede Seillänge hat ihren eigenen Charakter bei 400 Meter Wandhöhe, resümiert die vierfache Eiskletter-Weltmeisterin. Eine leichte Passage gibt es nicht. Luca war diesen Sommer besonders motiviert, wirklich an seinem Level Felsklettern zu arbeiten. Hat viel trainiert in der Garage, am Fels, an kleinen Leisten. Und er war echt fit. Und dann war für mich klar, bei der erstmöglichsten Gelegenheit klettert er die Tour. Und so war es dann auch. Obwohl die Wand noch nass war, und die Griffe nicht groß, also wirklich fast nicht sichtbar zum Teil, hat er sich da durch die Schlüssellänge gezogen. Und dann mussten wir natürlich weiter zum Gipfel, weil ein Durchstieg an einem Tag, das ist das, was wir als Kletterer, wofür wir leben, wofür wir uns die Mühe auch angetan haben. Luca Lindic erzählt, dass ihm diese logische Linie viel abverlangt hat, aber auch Abwechslung bietet. Sehr vielseitig, also von Überhang, Dach, Platten, Riss, Verschneidung, praktisch alles ist dabei. Und ich glaube, ganz gute Mischung von so physisch anstrengender Kletterei, aber auch moralisch. Ja, und auch Wissen haben, wie im Kalk zu sichern mit Klemmen, Keilen und so weiter. Die Erstbegehung vor der Haustür hatte den Vorteil, dass die beiden schnell mal schauen konnten, ob der Fels nicht zu nass ist und gute Bedingungen sofort nutzen konnten. Nicht nur bei ihren Kletterzielen mussten sich Ines Papert und Luca Lindic Corona-bedingt umstellen, auch bei ihren Heiratsplänen, denn eigentlich wollten sie sich in Alaska trauen lassen. Wir haben dann letztendlich im Juli in Bad Reichenhall uns das Jawort gegeben. Und ja, das war eigentlich exakt zu der Zeit, als wir die Route eröffnet haben und haben uns gedacht, ja, wir schweben beide auf Wolke 7. Also irgendwie kam dann auch noch während der letzten Seillänge, in der Luca vorgestiegen ist bei der Erstbegehung, ein paar Wolken daher. Und ich habe dann so gezählt und es waren tatsächlich 7. Ja? Und die haben sich so unter seinen Hintern geschoben. Also sie waren so knapp unterbei und es hat ausgeschaut, wie wenn er auf der Wolke sitzt. So viel Glück auf einmal. Heirat und Erstbegehung. Damit war der Routenname geboren. Wolke 7. Ein Kinderspiel war es trotzdem nicht. Schlüsselstelle ist schon die 5. Seillänge. Es ist eine Wahnsinn-Verschneidung in sehr kompakten Fels.
Auch wenn die sehr steil ist, überhängend ist Kletterei immer noch sehr technisch, weil ganz viel mit Füßen machen und das gefällt uns beiden zur Kletterei. Für das frisch gebackene Kletterehepaar galt es gleich, eine Bewährungsprobe gemeinsam in der Wand zu bestehen, denn es waren überraschend dunkle Wolken aufgezogen. Es war einfach unglaublich heiß und ein total drückendes Wetter. Es war aber kein Gewitter vorhergesagt. Und plötzlich war es da. Es hat geblitzt, gedonnert, es hat aus Wolken geregnet, was gerade geht. Und wir waren aber schon am Abseilen und uns eigentlich nur in so einer kleinen Nische verstecken, um nicht ganz nass zu werden. Kein schönes Gefühl, bei so einem Gewitter in so einer großen Wand unterwegs zu sein mit dem ganzen Metall, was du am Körper hast. Aber ja, wir haben wilde Zeiten erlebt in der Tour, definitiv. So hieß es für Ines Papert und Luca Lindic, zusammenrücken und zusammenhalten, um Gewitter und Sturm zu überstehen. Wolke 7 heißt es für die Eiskletterweltmeisterin auch im nächsten Jahr. Dann wird sie bei der freien Begehung vorausklettern. Es ist schön, ein Projekt vor der Haustür zu haben, zu wissen, da wartet noch was. Die Felsqualität ist definitiv über dem, was wir erwartet hatten. Also natürlich gibt es mal einen Meter, zwei brüchigen Felsen und das ist eine große Wand. Aber summa summarum eigentlich wirklich 90% richtig guter grauer Kalk und mehr oder weniger moderat absicherbar. Es ist sicher ein großes Abenteuer, wenn man es probiert und irgendwann macht. Ich freue mich auf nächstes Jahr.
sehen sich viele auf eine Mittelmeerinsel, Sizilien vielleicht oder Sardinien, weißt du, jetzt groß warm ist. Aber die Corona-Pandemie macht uns ja da alle miteinander einen dicken Strich durch die Rechnung. Allerdings ist zurzeit auch in Bayern eher mild, sodass sich mancher an heimische Felsen wagt. Zum Beispiel im Labertal in der Oberpfalz. Dort liegen einige Wände so exponiert, dass man an wärmeren Wintertagen durchaus klettern kann. Kilian Neuwirth war vor Ort. It's really steep. It's really steep. Das ist ziemlich überhängend. Der Einstieg ist noch einigermaßen sanft, er ist senkrecht. Aber dann wird es sehr schwer bis zum Ende der Route. Sie ist sehr kurz, aber sehr hart. Travis Burke ist US-Amerikaner. Doch statt in seiner Heimat klettert er tausende Kilometer entfernt, mitten in der Oberpfalz. Genauer gesagt im Labertal und das im Winter. Er steht unter einer überhängenden Wand und blickt nach oben. Durch die rund 8 Meter Fels über ihm zieht sich eine Kletterroute im 9. Grad, genannt Träge Wampe. Halt findet man nur an kleinsten Löchern, sehr schwere Kletterei also. Sturzfrei klettern konnte Travis Burke die Route bisher nicht. I started trying it last spring. Ich habe im letzten Frühling schon mal angefangen, die Route zu versuchen, aber es wurde schnell zu warm. Sie ist fast den ganzen Tag in der Sonne und da sind kleine Griffe, die dann einfach schmierig werden und dann hast du keine Chance. Heute soll es klappen. Es ist kühl, aber nicht zu kalt. Travis Burke zieht Daunenjacke und Mütze aus. Die Bedingungen scheinen gut. Der US-Amerikaner hat im Labertal ein neues Zuhause gefunden. Die Arbeit führte ihn in die Region. Nun betrachtet er sie durch die Brille des Fremden, der viel herumgekommen ist in namhaften Klettergebieten wie etwa dem Yosemite Valley. I love this region. There's a lifetime's worth of climbing. Ich liebe diese Region. Die Kletterrouten reichen für ein ganzes Leben. Und das vielleicht 20 Autominuten von zu Hause weg. Vieles ist ein bisschen kurz. Wenn es schwere Routen hier sind, dann sind die meist kurz und überhängend an sehr kleinen Griffen. Einige der Plätze im Labertal wirken sogar, als wärst du in der Zeit zurückgereist ins Mittelalter. Die Kalkfelsen, an denen Burke heute klettert, liegen wenige hundert Meter über der Laber, nahe der Ortschaft Schönhofen bei Regensburg. Wandhöhe, teils fast 40 Meter, südlich ausgerichtet, perfekt abgesichert, sanfte Wiesen, der Flusslauf im Tal. Längst ist die Felsgruppe kein Geheimtipp mehr, sagt Burks Kletterpartner Ingo Feiner, der dem Tal einige Erstbegehungen beschert hat. Es gibt viele Kletterer, die kommen aus fernen Regionen oder auch aus der Münchner Region. Es gibt so Tage, wo es schon überlaufen ist. Aber wenn man hier local ist und sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, wo man an welchen Tagen hingehen kann und hingehen muss, dass es passt. Dass die Bedingungen passen und dass es auch von der Anzahl der Leute passt. Im Winter sind Einheimische wie Ingo Feiner auch in Schönhofen unter sich. Hier reichen schon ein paar Sonnenstrahlen, um etwa die kesselartige Eisenbahnerwand zu wärmen, an der die beiden klettern. Doch das Labertal bietet längst weitaus mehr. Auf etwa 40 Kilometern stehen zahlreiche Felsgruppen, die in enger Abstimmung mit Naturschützern beklettert werden können. Bei Parsberg, zwischen Regensburg und Neumarkt in der Oberpfalz gelegen, wurden die wohl jüngsten Routen erschlossen. Ich glaube, das ist ein hübsches Anfängergebiet geworden. Nicht sehr lange Touren, aber wirklich nette Touren. Und es ist wirklich für Anfänger ganz viel dabei. Es geht im 3. Grad los und dann die schwerste Route ist bei 7+. Buchenberg heißt das Gebiet, in dem Christoph Sippel mit Freunden fast 30 Routen eingerichtet hat. Abgesehen von der nahen Autobahn, auch dort landschaftliche Idylle. Die Landschaft hier, man hat zum einen die Wälder und dann aber auch die Trockenrasenflächen, wo dann die Felsen stehen. Es ist super Erholungsort, das Labertal, und man lebt ja hier doch im Kletter-Eldorado. Und ich glaube, man ist hier lange beschäftigt, bis man alles durchgeklettert hat. Die Schwarze Laber entspringt in Pilsach nahe Neumarkt und mündet weiter südöstlich bei Regensburg in die Donau. Noch heute erinnern zahlreiche Mühlen daran, dass der Fluss über Jahrhunderte mehr war als ein Erholungsort. Die wenigsten davon sind noch in Betrieb. Dafür locken Wirtshäuser und Brauereien entlang der Laber. Für Kletterer, vor allem im Sommer, ein lohnendes Ziel am Ende des Tages. Good, come on. Zurück zu den Felsen bei Schönhofen und dem Projekt des US-Amerikaners Travis Burke. 9. Schwierigkeitsgrad, die härteste Passage der Route hängt komplett über. Burke muss sich mit einzelnen Fingern in Löchern im Kalkstein halten. Doch ein Fuß rutscht weg, er stürzt ins Seil. Feels really hard. It's been a long time. Es fühlt sich so an, als hätte ich es noch nie versucht. Die Körperspannung zu halten ist schwer. Allzu oft werde ich es heute aber nicht mehr probieren. Die Belastung für die Finger ist ganz schön extrem. I'll only give it like a couple more tries, because
It tears your fingers up. Kilian Neubert über das Sportklettern im Winter in der Oberpfalz im Laubertal. Gleich sind wir wieder ein bisschen gemütlicher unterwegs. Wir sind beim Winterwandern im Arberland im Bayerischen Wald. Thank you.
große Falkenstein ist einer der großen vier im Bayerischen Wald, neben Arber, Lusen und Rachel. Der große Falkenstein ist 1350 Meter hoch und oben auf seinem Gipfel kann man bei guter Fernsicht tief hineinschauen nach Böhmen und sogar bis in die Alpen. Am Falkenstor kann man auch im Winter gut wandern, gerade jetzt, wenn wenig Schnee liegt. Mein geschätzter Kollege Christoph Thoma war am Falkenstein unterwegs, ohne Schneeschuhe, aber mit Grödel. Treffpunkt mit Waldführerin Rosmarie Schreiner ist das Langlaufzentrum Zwiesler Waldhaus. Unsere Schneeschuhe können wir im Auto lassen. Wir werden mit Wanderstiefeln loslaufen. Wir gehen mal über den Adamsweg hoch. Er ist gleichmäßig ansteigend, ohne größere Schwierigkeiten. Wir folgen den Wegweisern zum großen Falkenstein. Ein Rotkehlchen plustert sich auf, zwei Eichkätzchen jagen einen Tannenstamm hinauf. Wir verlassen hier diese Forststraße und gehen wir dann auf dem Wanderweg weiter. Man sieht hier schon, dass der Wanderweg jetzt ansteigt. Wir gehen durch einen Buchenmischwald. Die Buche überwiegt noch in diesen niedrigeren Lagen. Und wir genießen jetzt wirklich die Ruhe, die Stille, weil wir einfach weit von der Umwelt und von jedem Verkehrslärm weg sind, Herrin. Auffallend sind dicke Bäume, die keine Rinde mehr haben. Wanderkollege Ludwig hebt ein tablettgroßes, zerfurchtes Holzstück vom leicht überzuckerten Boden auf. Der Borkenkäferbefall, der ist sehr ausgebreitet bei uns mittlerweile. Es sind dann die Gänge vom Borkenkäfer, er heißt ja nicht umsonst Buchdrucker. Man kann dann am Baum auch die Spuren sehen, denn wo der Borkenkäfer ist, das sind auch die Löcher, wo der Specht sich auf Nahrungssuche begeben hat. Der Specht hat ja eine immens lange Zunge, die er vorschnellen lassen kann, damit er unter die Rinde in den Baum reinkommt und sich dort die Käferlarven rausholen kann. Der Pfad windet sich um die Felsen. Eine Frau aus Zwiesel kommt uns entgegen. Ja, letztes Jahr haben wir ein bisschen mehr Schnee gehabt dann, aber mei, müssen wir es halt ohne Ski machen. Geht auch. Mir fällt ein Stamm auf, aus dem quasi Griffe ragen, wie an einer Kletterwand. Die Griffe sind die Früchte vom Zunderschwamm, der früher zum Anheizen verwendet worden ist. Der Ötzi hat sogar schon Zunderschwamm dabei gehabt. Und auffällig an diesem Baum sind die Spechthöhlen. Also es ist ein schönes, großes Einflugloch da vom Specht. Und bei der Gelegenheit kann man dann auch feststellen, dass der Habichtskauz, der ja bei uns ausgestorben war, mittlerweile im Nationalpark Bayerischer Wald wieder vorkommt. Es gibt wieder Brutpaare da und wir sind sehr, sehr stolz darauf. Der Felsklotz, der vor uns aufragt, ist der kleine Falkenstein. Da die schräge Felsplatte unterm Kreuz komplett vereist ist, verzichten wir auf die Kletterei. So, jetzt gibt's was zum Dringen. Das haben wir uns jetzt verdient. Wir sind jetzt am ersten Rastplatz angekommen. Wir haben vor uns die Infotafel zum kleinen Falkenstein. Es geht sich sehr gut zu laufen, ist wunderbar. Und vor allem in der schönen Natur macht es eine Riesenfreude. Das letzte Drittel des Aufstiegs führt in Serpentinen über eine Windwurffläche und über Schnee. Wir haben den Winter gefunden und stehen nach 2,5 Stunden auf dem Gipfel des großen Falkensteins, 1315 Meter. Am Kreuz stehen wir. Und da unten, da macht's, jetzt sieht man wieder den Bruder Grill, macht's auf und zu. Zwiesel sieht man noch gerade so ein bisschen. Schöner Blick eigentlich. Müsste noch ein bisschen aufmachen. Beim Abstieg braucht man Stöcke und am besten Grödeln, weil am Ruckowitz Schachten unterm Schnee Wurzeln und Steine vereist sind. Schachten sind Hochweiden, die vom roten Höhenvieh wieder gepflegt werden. Wir sind ganz allein. Es lohnt sich einfach mal stehen zu bleiben und zu lauschen. Es ist eine wahnsinnige Ruhe hier. Man hört nichts, überhaupt nichts. Im Urwald Mittelsteighütte stoßen wir noch auf riesige Buchen und die Reste 400 Jahre alter Tannen, die wie gestrandete Wale herumliegen, von wegen Totholz. An dieser Baumscheibe sieht man die Blüte, die Frucht vom rosenduftenden Feuerschwamm. Dieser Pilz braucht 400 Jahre altes Tannentotholz. Meines Wissens sind bisher 7 Fundorte von diesem Pilz überhaupt nur bekannt. Christoph Thoma war auf dem großen Falkenstein, eine lohnende Bergtour im Arberland, die man je nach Schneelage mit Schneeschuhen oder auch ohne unternehmen kann. Gute Winterausrüstung braucht man aber auf alle Fälle. Grödel jetzt im Moment, weil die Pfade teilweise vereist sind. Musik.
kommenden Samstag am Stefanitag gibt es heuer eine Feiertagsausgabe von Wald und Gebirge. Da freuen wir uns schon drauf. Jetzt im Anschluss gleich ein Stindl handgemachte Volksmusik und um 12 Uhr dann wie gewohnt die Blasmusik. Ich wünsche Ihnen jetzt ein möglichst angenehmes viertes Adventswochenende. Lassen Sie ein bisschen, wo es geht, nicht stressen. Der Andreas Isner sagt Servus, Ade und für Gott beinand. Heimat. Typisch Bayern.